Nein! Nein! Wie kann es sein, dass sie so schnell waren? Das... Nein! Das geht nicht! Hey, komm! Ich vor allem, ich habe schon A gedrückt, die Information war bloß halt noch nicht durch die Matrix durchgeschickt, ne? Da waren jetzt die Elektronen zu langsam. Tut mir leid, Spiel. Willkommen zurück hier bei der freien Wahl der Minispiele von Let's Play Mario Party 8. Und in diesem Part habe ich mich dann entschieden, 1 vs. 3 und Kampf-Minispiele mir vorzuknüpfen, die man zum Glück noch gar nicht kennt aus diesem LP. Mir ist jedoch aufgefallen, 1 vs. 3 muss ich ja sogar doppelt machen. Naja, einmal im Einzel und einmal gegen das Team. Und ich würde sagen, ich fange damit an, dass ich erstmal alle Minispiele im Einzelgang zeige und dann alle Minispiele mit Team. Das habe ich ehrlich schon gar nicht bedacht. Dann könnte dieser Part sogar ganz schön lang werden. Wow. Wie sie gleich auf mich ziehen, Alter. Cheat, cheat. Push it. Push it. Aufzug. Ah! Ja, das war klar, dass sie mich einmal treffen. Aber. Nein! Nein, 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 nein! 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 Ach ja, Arschgeigen, ihr Ländigen. Vor allem dann kommt der Kackaufzug einfach nicht. Ja, herrlich. Herrlich. Ich hab gewonnen. Alter. Habe ich das denn gemacht? Oh mein Gott. Keine Ahnung, wie ich das angestellt habe. Goldfänger kommt als nächstes. Oh Mann. Das kann sehr interessant werden. Weil im Einzel... Habe ich das schon mal im Einzel gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Da stehe ich einfach in der Gegend rum. Ah, alles klar. Achso, ich hocke in der Gegend. Ja, das geht auch. Da bewegst du dich eigentlich auch mal? What the fuck? Achso, ich muss... Entschuldigung, Neustart. Ich habe das Ding waagerecht gehalten. Ja, gut. Ich Idiot, ich Elendiger. Oh mein Gott, was ist das hier? Boah, Alter. Steuereier. Nein, 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 nein. Oh shit. Komm, ich will alle Münzen erwischen. Nein. Es ist nicht, dass sie gar nicht von oben reinfallen müssen. Aber that's logic, right? Und die haben einfach alle eingesammelt auch. Alles klar. Ist mir scheißegal, ich habe auch einiges erwischt. Wir machen weiter mit UFO-Scooter. Da freue ich mich jetzt schon drauf, dass ich im Einzel bin. So, let's go. Aber es gibt ja auch ein paar Minispiele, das ist gar nicht so schlecht im Team zu sein. Im Dreier-Team. Aber hier würde ich fast behaupten, dass man allein der Barbo ist. Macht euch schon mal bereit zu sterben. So, der erste ist schon mal gleich tot. Nice. Haben sich einfach gegenseitig behindert. Alle klar, die KI. Ich liebe die KI. Sie ist so herrlich. Ungefähr so, wie wenn bei FIFA einer auf legendären Icon Tor schießt. Alter. So. Jetzt kommt das Spiel, das ich am liebsten verfluchen würde. No! Autsch!
Just leave me alone, bitches. Please. Please. Sit. Ja, pff. Was hätte ich denn machen sollen? Alter. Ich kann nicht ewig am Rand campen. Es war klar, dass ich das verliere. Das Minispiel kann ich nicht als Einzelspieler. Ich kann das einfach nicht. Und das hier, das habe ich zwar jetzt einmal gewonnen, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass das dadurch trotzdem so viel einfacher wird, dass ich es nochmal spielen darf im Einzel. Ich finde es nicht einfach. Ich finde es echt nicht einfach, dieses Minispiel. Naja, es ist, was es ist, nicht wahr? Oh man. Nice, gleich mal Double Kill. Also, falls man das hier so bezeichnen möge. Na los, komm her. Komm, geh ihn! Der letzte hätte sitzen müssen, Alter. Alter, wenn da auch nur noch einer übrig ist mit nur einem Ballon, das ist aber auch so ätzend, ey. Oh, Mann, ey. Rotation. Mal schauen, ob das Spiel sich heute wieder einen Spaß erlaubt und mich abgrundtief betrügt oder ob es heute mal Fairplay macht. Eine Wolke. Boah, schade, dass ich nicht... es unten rechts erwischt habe. Spinne ich oder dreht sich auch meines zudem noch langsam? Hallo, Zeiger! Ja, das war jetzt mein Fehler. Hallo! Ich werde schon wieder betrogen, merkt ihr das eigentlich? Ja, danke, dass ich wenigstens einen Punkt zur Verteidigung meiner Ehre bekomme. Nice! Noch ein Punkt. Nein! Nein! Wie kann es sein, dass sie so schnell waren? Das... nein! Das geht nicht! Hey, komm! Vor allem, ich habe schon A gedrückt, die Information war bloß halt noch nicht durch die Matrix durchgeschickt, ne? Da waren jetzt die Elektronen zu langsam. Tut mir leid, Spiel. Schneeballschlacht. Na, wartet, jetzt lege ich euch auf Eis dafür, was ihr mir alles Jahren getan habt. Was meine ich ernst? Na, wartet. Alter. Vor allem, wie konnte ich die Toadette mir bitte ausweichen? Komm, den Typen kriegen wir jetzt auch noch. Ja! Woll! Bitch! Ich wollte gerade sagen, da war doch dieser Eisstrahl und der trifft mich auch immer, also wer ist wer? Das Minispiel ist cool, das Minispiel ist cool. Das eigentlich auch, aber oh, gegen extreme CPUs ist das eine Qual.
Sowohl im Einzel als auch im Team, weil, Alter, im Team, dann hast du immer einen Deppen, der dich blockiert und dann braucht der einzelne CPU nur das machen, wozu er da ist, richtig töten. Hals und Beinbruch für euch, Leute. Ja gut, das war jetzt kacke getimed. Schade. Ha! Ja! Weil wir stellen mit den zwei Rädern, da kriege ich sie meistens. Nice! Nice, nice! Hüpfen im Takt! Da kriege ich sie höchstens so rausgeschleudert, indem ich es wirklich so schnell mache, dass sie nicht hinterherkommen. Das ist, glaube ich, wirklich das Einzige, womit man sie kriegen kann. Aber die groß anders dran zu kriegen, das kann ich... Probieren wir es. Ja! 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 I did it! Bitch. Schön. Ich hatte nur eine kleine Freudensattacke. Wir behalten die Kontenance natürlich. Tut mir leid. So, jetzt erst einmal kriegt der Hammerbruder aufs Maul. Wir legen los im Team. Mit Mario und Toadette. Und ich werde natürlich den einzelnen CPU von Spiel zu Spiel durchwechseln. So. Na, warte. Freundchen. Nice. Erwischt. Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter, was ihm gerade passiert ist. Ich glaube, das wird nix. Nee. Bim. Vor allem, warum ist er auf dem Aufzug drauf? Ich weiß nicht, dass sie sich jemand auf dem Aufzug war, aber egal. Wir haben gewonnen. Das ist die Hauptsache. So. Es geht weiter mit Goldfänger im Team. Ja gut, das brauche ich eigentlich nicht zeigen, aber ich mache es trotzdem der Vollständigkeit halber gegen Mario. Der kriegt die Wildcard, alles klar. Wenn ihr meint, dass das so fair ist. Los. Oh, ich sehe nichts wegen der scheiß Anzeige rum. Oh. Oh, fuck, Mann. Nice, ich glaube, wir haben alles. Der Mario hat nur 10? What? Wie schlecht war der denn? Alter, da gebe ich dem eine Wildcard und dann verhaut er die so. Einfach in die Tonne getreten, das Ding. Okay, gut, wenn er meint. Wenn er keinen Bock hat, sein Problem. Oh ne, Toadette. Gegen Toadette. Ihm. Ufo-Scooter. Nein. Was ist das für eine Fabrik und warum sind wir hier drin? Und was sind wir hier überhaupt? Gleich suchen wir nach Toadette. Hä? Ja, geh ruhig gleich auf mich los. Sieht Schild, okay.
Naja, zumindest soll es erscheinen, als ob sie das tun würde. Aber es macht alles andere als schön. Oh shit, das war knapp. Ja, chill da ruhig weg. Uah! Oh shit. Es war klar, dass sie eine 180 Grad Drehung macht. Uhuhu! Das war knapp. Das war knapp. Ich war echt tot, aber... Egal. Lassen wir es so gelten. Verbuchen wir als Sieg. Ja, eigentlich in die andere Richtung wegrennen sollen, aber... Nee. Zerbombt. Ja, mein Bruder ist irgendwie immer der Depp, kann das sein. Erst wird er betäubt. Jetzt wird er zerbombt. Der dachte immer, die Minispieler, wo der Einzelspieler der Depp ist. Ja, muss so. Das ist all unser Hass dafür, was uns immer den Mario-Spielen angetan hat. Okay, gut. Keine Ahnung, wessen Bombe das war, aber good job. Bitch. So. Dann gleich weiter zum nächsten Minispiel. Das da wäre die Nummer 5. Schrecken der Lüfte gegen den Mario. Er will uns vom Himmel holen. Na dann viel Spaß. Das kann ja was geben. So wird das nix, mein Lieber. Da musst du dich schon wesentlich besser anstellen. Ah, das war keine Provokation. Und es sollten nicht unbedingt alle auf einem Fleck stehen. Oh, kacke. Ah. Ui! Das war knapp. Nein! Als ob der mich getroffen hätte. Los, Leute! Für das Team! Für die Freiheit, für die Unabhängigkeit oder so, so was in der Art. Boah! Ist mir scheißegal. Ich gehöre zu diesem Team dazu. Ich hab gewonnen. Ich bin überhaupt kein Trittbrettfahrer oder so. Nein! Es war eindeutig. Dieser Sieg. Okay, gut. Wir machen weiter mit Rotationspuzzle gegen wen spielen wir denn da? Toadette ist dran, oder? Ja. Okay, das wird jetzt interessant. Ich dachte eigentlich nur, dass die drei Spieler hier im Nachteil wären, aber die extremen CPUs haben mich vom Gegenteil überzeugt. Okay, diesen Panzer, nein! Ja, hopp! Leute, danke! Mensch, dieses Team, ey! Richtig schlimm hier! Ja! Nice! Vor allem, wie können die das sehen? Die stoppen das, das sieht man das noch gar nicht richtig! Vernichtet. Nice! Sehr gutes Teamwork, Leute. Ja, aber als drei Spieler bist du hier einfach der Sieger, der Gewinner. So. Haben wir bisher eigentlich auch nur ein einziges Minispiel im Team verloren? Ich glaube nicht. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mit diesem Minispiel nicht. Jetzt kommt die Rache des Hammerbruder. Dafür, dass wir ihn jetzt die letzten beiden Minispiele, wo er im Einzel war, so gedretzt haben. Aber ja. Oh shit.
Wow! Hilfe! Das war gerade knapp, möchte ich behaupten. Ah, ja, danke Mario. Danke für nichts. Vor allem, ich merke gerade außerdem sein... Ah, es geht allein mir! Sorry, Toadette. Oh, shit! Fuck! Fuck! Okay. Er ist zornig, er ist zornig, er ist zornig, er ist im Rage-Mode, er ist im... Oh. Das war knapp. So. Womit machen wir weiter? Das würde mich jetzt interessieren. Skateboard-Jagd gegen Mario. Oh oh. Das kann interessant werden. That could be very interesting. Very, very interesting. Hilfe! Ah! Oh. Shit! Oh. Verdammt, 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 verdammt! Ah, die Tom, die Tom! Oh, der Tom, der Tom, der Tom! Die Räder! Wow! Shit, 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 shit! Das Rad, das Gottverdammte, das zweite Gottverdammte Rad! Oh, krass, am Turm vorbei! Ich hab's! Alter, diese verkackten Turms! Hätten mich fast gekillt. Aber ich hab's geschafft. Zusammen mit meinem Team. Das zwar nicht mehr am Leben ist, aber in meinem Herzen lebt es weiter. Schön die Skyline, die im Hintergrund zu sehen ist. Ach, ich liebe Mario Party 8 irgendwie echt dafür, dass es irgendwie so in einer zivilisierten Welt spielt. Das, nicht diese Fantasie-Mario-Welt, das brauche ich hier gar nicht. Das ist einfach so richtig cool gemacht. Ich weiß, es macht das vielleicht ein bisschen anders, aber ich weiß auch nicht, es hat irgendwie was. Ja, auch mit diesem Spielplatz und da ist einfach so richtig schön gechillt. Ich meine, schaut doch die Umgebung, das ist richtig schaukel. Ist das meine Freundin da hinten? Schaukel ich gerade mit meiner Freundin? Wie geil. Ich glaube, das Spiel hat es kapiert. Und Toadette auch. Hilfe. Sie hat ja am längsten durchgehalten, als wir gegen sie, als ich gegen sie gespielt habe, also gegen die drei. Aber that doesn't matter. It doesn't matter. Und ich wollte schon sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Part, aber Quatsch. Quatsch. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Obwohl, jetzt haben wir eigentlich 18 Minispiele gesehen. Das waren auch 18. 10 plus 5 plus 3 ist wieder 18. Ja, dann machen wir es doch so. Im nächsten Part geht es weiter mit 2 vs. 2, Kampf und Solo. Und dann kommt ein extravaganter langer Part, nur Duell-Minispiele. Also freut euch schon mal drauf. Im nächsten Part machen wir dann 2 vs. 2, Kampf und Solo-Minispiele. Bis dann und ciao bei Let's Play Mario Party 8. Tschüss!